Und die nächste Rednerin kommt von den Grünen, Agnes Sirka-Brammer. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. Frau Präsidentin des Rechnungshofs, herzlich willkommen. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dieser Bericht, dieser Rechnungshofbericht über die Generalsekretariate hat uns eins sehr deutlich vor Augen geführt. Er hat uns gezeigt, dass das, was die FPÖ in den Bierzelten immer erzählt und den Leuten versucht klarzumachen, einfach nicht richtig ist. Es ist nicht so, dass das für die kleinen Leute ein Arbeiten wäre, sondern es ist ein Arbeiten für die eigenen Leute. Es ist ein Unterbringen der eigenen Leute im Staatsdienst, und zwar mit System. Und diese Generalsekretariate sind eines der Einfallstore dafür, dass man möglichst viele und möglichst schnell in entscheidende Positionen im Staat bringt. Es geht zum Beispiel darum, dass Generalsekretäre, Generalsekretärinnen keinem Aufnahmeverfahren unterliegen. Die kann man sich einfach aussuchen. Aber wenn man sie dann ausgesucht hatte nach diesem alten System, dann hatten sie einen Rechtsanspruch darauf, dass sie in den Bundesdienst wechseln konnten, nämlich in ein Beamtendienstverhältnis auf Lebenszeit. Und dann hatte man ganz super jemanden nach eigenem Gutdünken ausgewählt und hatte ihn für immer im Staatsdienst verankert. Perfektes System, oder? Deshalb war das auch eines der allerersten Dinge, die unter grüner Regierungsbeteiligung wieder abgeschafft wurden. Aber es geht ja noch weiter, denn diese Generalsekretäre und Generalsekretärinnen, die hatten auch Büros. Und diese Büros, da gab es keine Richtlinien dafür. Da wurde nicht festgelegt, was die für Aufgabenbereiche zu erfüllen hatten oder wofür dort Leute angestellt werden sollten. Sondern da konnte man auch noch gutdünken, Stellen schaffen, erweitern und dort ganz gezielt Leute reinsetzen, die man dort haben wollte. Auch wiederum ohne Auswahlverfahren. Und dann geht es aber noch weiter. Diese Generalsekretäre, Generalsekretärinnen, die mussten ja was darstellen. Erstens einmal wurden sie besoldungstechnisch ganz hoch eingereiht und zweitens konnten die sogar Dienstwagen mit Fahrern haben. Das bedeutet, die hatten eigentlich mehr Anspruch als die höchsten Beamten im Staat. Und nach diesem System haben wir versucht, Steuergeld dorthin zu lenken, wo man es haben wollte, nämlich dafür, dass man die eigenen Leute sehr, sehr gut und sehr gezielt dorthin verteilt, wo die wichtigen Entscheidungen für diese Republik getroffen werden. So funktioniert dieses System und das wollen wir in dieser Republik nicht mehr haben. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Gerber. Sagt Agnes Sirka-Brammer von den Grünen.